Am Zusammenfluss von Rhein und Lahn liegt Lahnstein. Die zahlreichen Kulturdenkmäler des 369 von den Römern erbauten Luftkurorts gehören seit 2002 zum UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Das Bild der Stadt, die nur 5 Kilometer von Koblenz entfernt liegt, wird von seinen zahlreichen Burgen, Schlössern und historischen Bauten geprägt. Auf dem Weg durch Lahnstein fällt aber nicht nur die historische Substanz auf, sondern auch die plakativen Banner, die an strategisch gut gelegenen Orten wie Kreiseln, Bahnbrücken oder Fassaden für das Musterhausküchenfachgeschäft von Günther und Udo Kochems ebenso werben wie die Funkspots auf SWR 1. Eins, ihr seid spitze! Machen Sie doch einfach Ihre Küche zum Fitnesscenter. Jetzt im Küchenstudio Kochems. Musterhausküchenfachgeschäft. Geschäfte werden unter Menschen gemacht. So lautet das Motto von Udo und Günther Kochems. Deshalb nehmen sich die beiden gelernten Tischler viel Zeit für ihre Kunden. Für ihre Kunden ist ihnen nichts zu viel. Besonders zugute kommt ihnen dabei auch ihr handwerkliches Know-how, das auch ungewöhnliche Umsetzungen ermöglicht. Zusätzlich lädt das Fachgeschäft Kunden und interessierte Hobbyköche regelmäßig zu Kochevents ein, die unter der Leitung von Koch Kai stattfinden. Beispielsweise zum Thema Fit for Cooking, der aktuellen Musterhausküchenkampagne. Kochen ist für mich persönlich ein Lebensgefühl, das wir natürlich auch in unseren Kochseminaren transportieren. Kampagnen wie die Aktion Fit for Cooking passen da hervorragend ins Konzept und bieten uns hier viele neue Ansatzpunkte. Den Einkauf der Zutaten für die Kochevents übernimmt Udo Kochems selbst. Der persönliche Kontakt zu Händlern und Unternehmern in Lahnstein und Umgebung hat schon zu manchem Neuauftrag geführt. Rund 80% der Kunden kommen auf Empfehlung. Auch das gesellschaftliche Engagement spielt für den zweifachen Vater eine große Rolle. So unterstützt er den SV Untermosel aus seinem Heimatort Kobern-Gondorf. Seit 1994 führen Günther und Udo Kochems das 1972 von ihren Eltern gegründete Fachgeschäft. Die persönliche Küchenübergabe ist bei Kochems selbstverständlich, denn die Freude der Kunden über die neue Küche ist das schönste Lob. Entspannung nach einem langen Arbeitstag und neue Ideen findet Udo Kochems vor allem bei guten Gesprächen mit Freunden. Denn der 47-Jährige ist überzeugt, zufrieden ist nur, wer sein Leben genießt, beruflich und privat. Die für Jessica Stenzel und Andreas Muster geplante Küche belegt Platz 1 und ist damit die schönste Küche Deutschlands 2016. Herzstück der Weißen Küche ist die Insel mit 3 spektakulären Kochmodulen, eine Induktionsmulde für den Wok, ein klassisches Induktionsfeld sowie eine Edelstahl-Teppanyaki-Grillfläche. Der Dunstabzug sitzt in schmalen Schlitzen dazwischen. Praktisches Feature: die versenkbare Steckdose. An der Stirnseite des Raumes ist ein Schrankelement in die Wand eingelassen. Highlight ist die auffällig inszenierte Bierzapfanlage. Auf einer weiteren Seite befindet sich das Kochzentrum mit Backofen, Kombidampfgarer und Kaffeevollautomat. Ergänzend auf der dritten Seite eine winkelförmige Schrankkombination mit geschlossenen Elementen und einem Geschirrwärmer. Fazit der Jury: In dieser Küche fehlt es an nichts. Dadurch, dass Möbel ganz oder teilweise in die Wand eingebaut sind, wirken sie weniger mächtig. Farbe und Lichtinszenierung setzen in dem eher kühlen Ambiente warme Akzente. Mit der Planung dieser Küche hat Udo Kochems bewiesen, dass eine Küche alle Optionen bieten kann, vom schnellen Espresso-Frühstück zu zweit bis hin zur großen Party.